Und wenn Jürgen Klopp, Jérôme Boateng und Enis Benhatira gemeinsam an einem Strang ziehen, dann geht es nicht nur um Titel, sondern um den guten Zweck. Alle drei tauchen im Video des Frankfurter Rappers Du Maroc auf. Der Song ist ein Appell an Jugendliche, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten. Kicken statt Alkohol, Drogen und sinnloses Rumhängen. Darum geht's in Du Marocs Song One Touch. Eine Botschaft, die viele Unterstützer findet. Sogar Meistertrainer Jürgen Klopp hat spontan zugesagt. Der Song soll Straßenkids in ganz Deutschland Mut machen. Lass mich los, beiß dich weiter fest, ey, denn es geht um dein Leben. Jérôme Boateng wuchs in Berlin auf und kennt die Alltagsprobleme der Jugendlichen nur allzu genau. Man denkt immer, ja, jetzt bin ich in der Schule, jetzt kann ich ein bisschen mit meinen Freunden rumhängen und mal sehen, ausprobieren. Aber du hast nicht die Zeit, du musst von vornherein wissen, was du möchtest. Der Nationalspieler gründet 2007 den Verein Mitternachtssport. In Berliner Brennpunktvierteln öffnet die Organisation jedes Wochenende die Türen von Sporthallen und holt die Kids damit von der Straße. Auch Hertha-Profi Enis Benhatira unterstützt das Projekt und besucht die Jugendlichen regelmäßig. Es ist ja nicht darum, nur Fußball zu spielen, sondern es ist ja auch eine Art Hilfsbereitschaft, weil die Kinder mit ihren Problemen und Nöten ja zu uns kommen und wir den Fußball als Art Anlockung annehmen. Jérôme Boateng und Enis Benhatira haben es geschafft. Aus dem Ghetto in die Bundesliga. Jetzt zeigen sie der Perspektivlosigkeit die rote Karte. Ihre Traumkarrieren können Ansporn für die Jugendlichen sein.